Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit einem Excel. Und Dashcam Drivers Germany, das sind wir heute mal wieder. Ja, der Lieber hat nämlich ein Video veröffentlicht. Und zwar Kind angefahren, Rettungswagen blockiert und heftiges LKW-Überholmanöver. Aha. Das klingt ja jetzt schon so, ey. Das klingt jetzt schon nicht so geil, aber wir schauen mal. Oh. Ich glaube, der. Okay. Wir sind mal gespannt. Schaut gerne bei dem Lieben vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Willkommen zu Folge und los geht's. 299 mit einer ganz typischen Situation, die viele vielleicht noch aus den Theoriestunden aus der Fahrschule kennen. What? Oh ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit der heutigen Folge und. Horrorszenario. Oh ja. Definitiv. Absolutes Horrorszenario, muss man einfach so sagen. Ach ja, er denkt sich so mal wieder. War noch Platz. Hey, da ist das ein Witz, Tino. Aber der hat gepennt. Ja, natürlich. Aber guck mal, was der... Am Wochenende. Du kennst doch die ganz links fahren. Ja, die kenn ich gut. Und die dann so rüberziehen. Ja. Pass auf, folgende Situation. Ich in der Mitte. Links fahren da. Und hier schon die Ausfahrt. Also hier so, ne, so maximal so zwei Fahrzeuglängen. Wie ein geirrter Blitz auf die rechte Seite. Manche haben echt, also manche haben das Leben satt. Das muss man einfach so sagen. Fragst du dich, wenn ich sowas sehe hier, wie hier gerade im Video. Hier, der blinkt zwar und irgendwie, aber hier, der rennt fast voll rein. Was? Da ihr wahrscheinlich also, schon den obligatorischen verstehst du nicht, muss man das verstehen. Ganz zu Beginn der Folge vermisst habt, hier ist er, geradeaus, Ampel ist rot, aber... Das scheint für diesen Porsche-Fahrer hier wohl nicht zu gelten. Ich fahr Porsche, ich komm da durch. Naja gut, der ist auf der linken Spur gefahren und hat wahrscheinlich gedacht, oben ist für ihn grün. Mhm. Aber das ist halt für linkser Bieger, ne? Eieieiei. Das kann mächtig ins Auge gehen. Ich bin ja immer sehr bemüht, gewisse Fahrweisen oder Fahrverhalten zu erklären, wie es dazu kommen kann. Mhm. Aber zu dem, was der Audi sich hier leistet, fällt einem dann tatsächlich echt nichts mehr ein. Was macht denn der? Was macht denn der? Hä? Und wenn wir hier schon bei Sachen sind, die man sich eigentlich nicht erklären kann, die nächste Szene ist davon eindeutig noch eine Steigerung. Der hat kurz einen Aussetzer gehabt, oder? Ja, der hätte doch bloß weiter rechts vorbrauchen und nicht... Der Opel wird laut dem Einsender von einem alten Herrn gefahren und da vorne kommt jetzt Gegenverkehr in Form von Mähfahrzeugen, die hier den Graben mähen. Der Opel hält sich jetzt extrem weit rechts, obwohl da Fußgänger sind. Da müsste gar nicht so weit rechts fahren. Oh, fährt er den an. Wenn man hier jetzt genau drauf achtet, weiter. Hat der Junge unfassbares Glück gehabt, dass er gerade beim Gehen sein volles Körpergewicht auf dem rechten Bein hat und nicht auf dem linken Bein. Hätte er gerade sein Gewicht auf dem linken Bein gehabt, wären da sehr wahrscheinlich schwerste Verletzungen entstanden. Und ich finde das ja eigentlich schon unbegreiflich, wie man so einen Fußgänger anfahren kann. Was ich aber noch viel weniger verstehe ist, er fährt hier einfach weiter, so als wäre nichts gewesen, als hätte er nichts mit. Also den würde ich auch anhalten. Bekommen. Den würde ich anhalten. Wenn ich da dahinter fahren würde, den würde ich anhalten. Der Straßenarbeiter winkt da noch rum. Wenn ihr in dieser Situation hier die Gesichter sehen könntet von dem Straßenarbeiter oder dem LKW-Fahrer, allesamt gucken die einfach nur fassungslos. Und ich bin der Meinung, wenn das jetzt ein älterer Herr gewesen ist, der vielleicht nichts mehr von seiner Umgebung mitbekommt. Führerschein abgeben. Ja, definitiv. Nicht mehr als Auto. Ohne das zu merken. Solche Leute sollten auf der Straße nichts mehr zu suchen haben. Richtig. Genau so ist es. Hier rechts ist eine Busspur und dass Mercedes ein beliebter Bushersteller ist, ist ja allgemein bekannt. Unfassbar. Aber hier im Saarland scheinen die Busse ein bisschen anders auszusehen. Im Saarland? Ja, ist ja auch Mercedes. Ich habe kein Bus, würde ich sagen. Hat er vielleicht gedacht, weil ein Kombi und nicht ist. Nur in Deutschland wird komisches Fahrverhalten an den Tag gelegt. Unser Videoeinsender hier ist auch. Seid auch eine durchgezogene Linie, ne? Auf den Kanarischen Inseln unterwegs, genauer gesagt auf Teneriffa. Teneriffa. Hm. Und wieder drüber. Na gut, der macht halt so ein bisschen Hopping, ne? Ja, aber trotzdem, kann auch kacke ausgehen. Ja, sicherlich. Aber das ist halt unter einem Motorradfahren völlig normal. Ja, man muss ja nicht das sagen, was man selber macht. Nee. Die folgenden beiden Videos haben leider... Was waren jetzt? Ach so, oh lol. Der wäre fast da in den Toyota reingehämmert. Wahnsinn. Die folgenden beiden Videos haben leider keinen Ton, deswegen erzähle ich mal was dazu.
Wir sehen hier, der Passat ist am Überholen, ist an den Bodenwellen da vorne dann doch schon ordentlich. Ich meine, der fährt schon 50 hier mit der Kamera. Ordentlich am Schwingen, Hüpfen. Eieiei. Ich habe jetzt hier mal die Geschwindigkeit nachgerechnet. Ihr könnt euch ja mal innerlich überlegen, was ihr denkt, wie schnell er fährt. Ich sag 80. Es ist gar nicht mal so schnell, wie es aussieht. 75. In Anführungszeichen nur 85 km/h. 85. Aber da vorne überholt er jetzt auf dem letzten Drücker auch nochmal direkt vorm Abbiegen. Ja. Das musst du auch machen, ne? Klar, das muss sein. Käse halt, ne? Hier stehen wir an der Ampel. Die Ampel wird grün. Und das hier ist wieder so ein ganz klassischer Fall von Hauptsache erstmal fahren und dann nachdenken, dann gucken. Oh, oh, oh. Hauptsache erstmal blind drauf los. Hä? Naja, der Weise ist losgefahren, anstatt zu warten, ob dahinter vielleicht jemand vorkommt. Erstmal fahren und dann nachdenken. Warte mal, der will links abbiegen, die biegen voreinander ab, das ist schon richtig. Genau. Der will geradeaus, okay, und der Weiße hat natürlich keine Vorfahrt, klar. Mhm. Ja, gut. Ja, warum gut, fährt der Weiße jetzt aber nicht einfach links rum? Ja, oder hätte er sich, sag ich mal, langsam reintasten können in die Kreuzung. Ja, wenn das sagt, kann... Naja, egal. Transporter, ganz entspannt, da ist kein Problem. Völlig normal bei Transporter, völlig normal. Transporterfahrer gucken wirklich nicht nach rechts und links. Also, Steven hier manche. Ja, 80%. Das ist ja bestimmt bei Rot. Ist immer so. Irgendwas macht er? Irgendwas macht er? Klar, ich bin Fahrradfahrer, ich darf das. Tja. Hier beim Olli haben wir direkt den nächsten Radfahrer an der roten Ampel und schauen wir mal, was passiert. Naja. Warum fährt er bei Rot? Warum ist der jetzt vorne bei Rot gefahren? Der ist doch bei Rot. Ja, der fährt bei Rot. Die regt sich auf, stellt sich an die Linie. Ach, der hat vielleicht irgendein rechts geguckt, hat grün gesehen. Ich finde das immer wieder schön, wenn Autofahrer nicht in der Lage sind, die Maße ihres Fahrzeuges abzuschätzen. Oh, schöner GLE-Coupé. Oh ja. Oh. Aber kennst du ja heute nicht. Sag mal. Er hier sag mal. Absolutes. Na hör mal. Was willst du, ey? Jo. Das ist aber Benz. Also das ist aber, ey, Mercedes GLE Coupé, Junge. Das ist einfach. Wer ist die Straße? Wer hat die Straße gebaut? Ich hab die Straße gebaut. Das ist ja schon auch aus dir. Oh, nee, geil. Ah, so. Die wird gebremst, weil es wird überholt. Aber. Völlig irre. Hier kommt der Rettungsdienst von vorn und was man im ersten Blick gar nicht sieht, der hat noch ein Auto vor sich. Ja. Und das Auto macht so gar keine Anstalten, mal zur Seite zu fahren oder mal anzuhalten, sondern steht komplett im Weg. Warum auch, wenn du den Rettungsdienst hinter dir hast? Nee. Hier geht's um den BMW, der von der linken Spur kommt und das mit dem Rechtsfahrgebot funktioniert hier auch mal wieder absolut einwandfrei. Ja. Ist doch, alles in Ordnung. Die Autobahnauffahrt, die da vorne kommt. Achso, klar, gelbe Linien, jetzt hast du gesehen. Habe jetzt gerade überlegt, was macht er denn da? Die gefahrenen Geschwindigkeiten aus. 72. 70. Wow! Und dann fahren die mit so einer Itchy-Klitchy-Karre. Ziehen die einfach auf die Autobahn. Ne, mit so einer Itchy-Klitchy-Karre, aber ist ja nicht dann so, dass die Gas geben. Nee, die schleichen. Die kommen nicht aus Gnade. Bis die einen richtigen Gang drin haben und dann das mal vorwärts geht. Boah, jetzt habe ich wieder hier irgendwas gedrückt. Ich wäre hier nochmal wahnsinnig irgendwann. So, da waren wir. Genau. Also wirklich. Na, ganz ehrlich. Also wirklich. Aber das hast du so oft. Ich wäre der perfekte Dashcam-Kommentator. Ich glaube, du hättest dreimal am Tag einen cholerischen Anfall. Ich wäre, ganz ehrlich, ich könnte auch Dashcams kommentieren. Dashcam-Aufnahmen, das wäre witzig. Hä? 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 Was hat der gedacht? Abbiegen Vorwärtsstraße? Oh, Gottes Willen. In den Kreisverkehr reingezwickt, Junge, volle Kanone. Mir doch egal. Oh, nee, ey. Jetzt. Ja gut, aber was? Verstehe ich trotzdem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da verstehe ich aber den
Also, also ist jetzt die Frage, hat er links einen neben sich oder nicht? Man weiß es nicht. Ja, aber wenn er keinen links neben sich hat, verstehe ich nicht den Aufstand, den er da gerade macht. Na gut, er fährt ja rüber, also er hat wahrscheinlich keinen. Ja, gut, das ist eine Beschleunigungsspur und der fährt, blinkt, fährt rüber. Ich meine, gut, also es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Entweder er hätte ja von Anfang an, ne, wenn er jetzt, gehen wir mal davon aus, er hat keinen neben sich rüberziehen können. Und die, die öffnen, du hast halt auch manche, die fahren öff und das ist kaum die durchgezogene Linie wegmachen, die fupp. Ja, ja, klar. Das ist richtig. Also der hätte auf jeden Fall noch länger auf der rechten Spur bleiben können, weil vor allem, wenn ihr seht, dass links, also dass auf der linken Spur, auf der rechten Spur einer fährt, der bedeutend schneller ist und schon da ist. Mhm. Na? Allerdings mache ich das immer so, wenn die mittlere Spur frei ist und es ist eine Auffahrt oder so, ich mache immer Platz an der Auffahrt, dass sie halt drauf fahren können. Weil warum? Na klar, ist ja auch ganz geschmeidig, wenn Platz ist, rüberfahren in der Mitte, fertig. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Wenn der roten Ford Focus belegt war, der hier auch ins Bild gefahren kommt. Ah, okay, warte. Nur durch einen roten Ford... Einfach rufen. Info zur Einsendung war noch, dass die mittlere Spur durch einen roten Ford Focus belegt war, der okay. hier auch ins Bild gefahren kommt. Dann siehst du es. Dann kann man natürlich, muss man natürlich nicht, sobald die durchgezogene frei ist, direkt auf die Bahn drauf, sondern na, lässt das doch vorbei. Die Hupe geht. Fährt aber, ist aber selber noch bei Gelb gefahren gerade. Sag mal! Da hätte man wirklich. Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, Kollege rechts vor links. Hat geklappt. Einfach mal durchgezogen. Was mit dem Fahrrad auf der Landstraße wohl passiert, können die meisten von euch sich wahrscheinlich schon denken. Der Überholabstand hier. Minimal. Aber was in der nächsten Szene hier passiert, macht einen dann doch schon ziemlich sprachlos. Ui. Wow, 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 wow. Das aber, also das ist schon, also da muss ich sagen, das ist schon als LKW-Fahrer, das ist schon hart fahrlässig. Mhm. Also das ist schon grob fahrlässig. Weil der hat ja absolut keine Chance. Wenn der erschrocken ist, weil der so dicht an dem vorbeizieht und der verreißt das mit dem Fahrrad und kommt unter den Auflieger. Das merkt Junge, 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 Junge. Auch funktionieren kann, der Einsender kann jetzt gleich schon die Strecke einsehen, zeigt an, dass die Strecke frei ist und die Autofahrer überholen können. Beide Autofahrer bedanken sich hier im Folgenden kurz mit Warnblinker, wechseln auch komplett die Spur zum Überholen. Ja, so muss das sein. Kann man ja eher nur überholen, wenn die Gegenfahrbahn frei ist und dann kann man eigentlich auch komplett auf die Gegenspur fahren. Definitiv. So ist das auch in Ordnung. In dieser Situation hier sind wir mit meinem lieben Kollegen Daniel auf der Autobahn unterwegs und auch relativ zügig mit 160 bis 170 km/h. Und gleich fällt ihm auf, dass sich hier irgendwas komisch anhört. Ah. Oh. Ja. Gut. Ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei so einem Geräusch als Ursache vermuten würdet. Platten. Aber was ist denn jetzt kaputt? Tja. Cool, nee, das schlingert nicht bei 160, wenn da irgendwas hetzt. Und das ist ja schon. Das klingt wie irgendein Lager oder irgendwas oder irgendein also, Stabi oder so. Also entweder das oder hat womöglich doch. Also Blattfuß ist ja nicht immer gleich, dass sich das Rad in Luft fließt, ne? Dass da womöglich da irgendwo was ist. Ein schlagendes Geräusch. Daniels erste Vermutung war es gewesen, dass die Werkstatt beim Reifenwechsel die Reifen nicht richtig angezogen hat. Ja. Das war es aber nicht. Ich habe als Ferndiagnose mal darauf getippt, dass es irgendwas in Richtung Antriebsstrang ist. Das war es aber auch nicht. Die wirkliche Ursache war dann doch ein bisschen überraschend. Da hat sich... Siehst du? Am linken Vorderreifen auf der Innenseite ein kompletter Profilblock von der Lauffläche abgelöst. Und das ist jetzt auch kein unbekannter Reifenhersteller gewesen. Ob das Materialfehler war oder doch irgendein Fremdkörper auf der Fahrbahn, da steht. Das ist aber. Bei den Geschwindigkeiten kann das auch schnell mal anders ausgehen. Das ist aber sportlich, Alter. Immer einmal der kurze Ratschlag, wenn ihr Reifen wechselt, es macht immer Sinn, einmal penibel die Lauffläche auf Beschädigung und auf Schnitte zu kontrollieren, krass, um sowas im Zweifel noch erkennen zu können. Mhm. Hier in diesem Fall war der Reifen. Also er hat ja auch noch ordentlich Profil drauf, ne? Gehabt, das ja, na klar. Aber, ey,
Gott sei Dank nur so, ne? Das ist deswegen. Also Reifen wechseln gut. Linksspurschleicher sind immer wieder schön und hier vorne haben wir die hasse ich wie die Pest. Ja. Ich habe ja schon öfters gefragt, ob ihr rechts überholen würdet oder nicht und mit überwältigender Mehrheit steht dann immer in den Kommentaren, ja klar, Rechtsraum vorbei. Und egal was ich jetzt sage, eigentlich kann ich nur verlieren. Ich kann es als Kanalbetreiber natürlich nicht gutheißen, wenn ihr rechts überholt. Egal was ich sage, ich kann nur verlieren. So auch natürlich hier. Mein Gedanke an der ganzen Sache ist aber immer, wenn die Leute links schleichen und schon so wenig mitbekommen, dass sie nicht merken, dass die rechte Spur frei ist, glaubt ihr, dass diese Leute dann in den Spiegel gucken, wenn sie dann doch mal die Spur wechseln wollen? Ja. Schwierig. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot sollten durchaus mal häufiger kontrolliert werden. Ja. Ich glaube, der Verkehr würde doch oft um einiges flüssiger laufen, definitiv. Wenn sich aber diese sowas von definitiv Regeln einfach mal von allen gehalten werden würde. Kannst du dir das nicht vorstellen, wie krampfhaft das ist, wenn du vor dir ihn hast, der nicht aus der Hilfe kommt, auf der linken Spur. Und nochmal. Abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr noch kein Abo auf diesem Kanal habt, könnt ihr gerne oben links klicken. Lasst auch gerne genau eine Bewertung dieses Videos hier da. Macht das, Leute. Schaut euch unten rechts noch ein weiteres Video an, was YouTube euch vorschlägt. Also dort, wo diese Katze jetzt hier hinläuft. Dann danke ich euch fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das gibt eine Strafanzeige. Road Rage. Oh, Rautrage, hätten wir uns auch mal angucken können. Rautrage. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auch immer gerne in die Kommentare, was ihr zu den einzelnen Sachen sagt. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao.